Wildtierbiologe über gefährliche Tiere bei Seven vs. Wild Staffel 3. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir reden wieder über Seven vs. Wild. Los geht's. Ein Ziel, eine Region auf dieser Erde ist eigentlich schon von Anfang an irgendwie auf dem Plan. Kanada bzw. Alaska. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Stellt euch vor, ihr dürft da sitzen. Und der entspannte Bruder setzt sich einfach neben euch und chillt. Ja, moin, ihr Lieben. Wie ihr seht, mit beeindruckendem Panorama. Ich bin immer noch auf Spitzbergen. Ja, in der Arktis, relativ nah am Nordpol dran, 1000 Kilometer noch entfernt. Und heute erzähle ich euch ein bisschen was zu den Tieren, die in der dritten Staffel von Seven vs. Wild vielleicht jemand zu Gesicht bekommen könnte. Und jetzt reden wir mal darüber, welche Tiere könnten wir denn da zu Gesicht bekommen? Ja, und ich denke, den meisten wird schon klar sein, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben natürlich immer wieder die üblichen Verdächtigen. Was für ein schönes Tier. Wow. Ich habe ja letztens ein Video zu Braunbären gemacht, leider eben mit tragischem Hintergrund. Ich hoffe wirklich, das ist auch so rübergekommen. Ich bin da vielleicht manchmal nicht so feinfühlig, das tut mir leid. Also mein Ansatz war da wirklich ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich hoffe, das ist entsprechend auch angekommen. Und man kann natürlich noch eine ganze Menge zu Braunbären erzählen. Ja, da gibt es sehr viele kleinere differenzierte Unterarten, die man sich dann auch noch mal anschauen kann. Ja, und Oh, was für ein schönes Tier. Ich kann es nur noch mal sagen. Es ist Wahnsinn. ganz wichtig ist natürlich, ich habe es schon dem anderen Video gesagt, die Grizzlies, die Braunbären in Amerika, haben dann doch eine etwas andere Verhaltensweise als unsere Braunbären und tendieren in dem Szenario, sie werden überrascht, eher in Richtung Angriff im Vergleich zu unseren Braunbären. Aber ich habe ja auch die Statistiken genannt. Ich blende. Okay. Es gibt einige Angriffe jedes Jahr, aber es sind es auch nicht übermäßig viele. Also ein extrem großes Gefahrenrisiko besteht dort nicht. Und auch dort sind die Klassiker eben, der Bär wird überrascht, Muttertier mit Jungtieren. Auch das ist in einem. Ja, das ist halt Muttertier mit Jungtieren ist natürlich. Amerika der häufigste Angriffsgrund. Das ist ja diesmal eine Team Edition. Ist das miteinander reden und auf sich aufmerksam machen natürlich schon mal viel, viel einfacher. Man hat dann auch ein Pfefferspray dabei und Ben hat es in seinem Video auch gesagt, 95%, in 95% der Fälle, wenn das Pfefferspray auch eingesetzt wird, geht das für den Menschen auch glimpflich aus und er überlebt den Angriff, beziehungsweise er wird nicht mal angegriffen, sondern kann den Angriff abwehren, kann sich auch so sehr gut verteidigen und wird dort keine erweiterte Probleme haben. Aber Ja, gut, aber wir sind ja auch momentan noch nur bei den Bären, ne? Wir sehen es ja auch an der Karte. Braunbären, Grizzlies gibt es in ganz Amerika. Aber offiziell immer noch der drittgrößte Bär nach, ne? Eisbär, größter Bär, mit Kodiakbär ein bisschen zusammen. Am Braunbär. Und dann kommt schon der Schwarzbär. Ja, und vom Schwarzbär sagt man ja meistens, man kann ihn an sich noch ganz gut verscheuchen. Ne, hatte ich jetzt schon häufig gesagt. If it's a black, fight back. If it's a brown, lay down. If it's a white, good night. So, ne? Also das bedeutet, da kann man beim Schwarzbären sogar noch viel mehr machen, sich groß machen, rumschreien und dann haut er auch meistens ab. Ich hatte es ja auch im letzten Video gezeigt, teilweise wird die Anwesenheit von diesen Schwarzbären sogar in Siedlungen toleriert. Und ja, auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Variationen dieser Tiere. Das ist ganz interessant. Wir haben zum Beispiel den Cinnamon Bear, der dann ein bisschen, ich meine, der Name sagt es ja schon, so ein bisschen Schon ein bisschen crazy, oder Chat? Ich bin gerade einfach ein bisschen geflasht und höre einfach gerne zu. Und dann kommen wir noch mal zu ein paar anderen Vertretern. Ich wollte es auf jeden Fall noch mal erwähnen. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist eigentlich eine ganz interessante Bemerkung. Und zwar haben wir dort natürlich auch Wölfe, Brutfüchse und das war es so ziemlich. Also es ist tatsächlich unser europäischer Rotfuchs. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Es gibt ja noch den Graufuchs, den amerikanischen. Mäusesprung. Der auf Bäume klettert, der taucht da tatsächlich nicht auf, um vielleicht auch noch einen kleinen anderen Vertreter einzublenden. Angriffe auf Menschen gibt es dagegen so gut wie gar nicht, also auch kein Tier, vor dem man wirklich Angst haben müsste. Und wenn wir jetzt schon noch bei den, ja, potenziellen Prädatoren wären, dann haben wir natürlich auch noch, ja, den Puma. Der Puma ist relativ gefürchtet, weil er natürlich aus dem Hinterhalt an. Das
ist natürlich, wenn du Pech hast, dann hörst du es nicht mal, ne? Angreift, ein Lauerjäger, und das sind teilweise sogar tatsächlich prädatorische Angriffe, die dann auch manchmal tödlich enden. Also deswegen wirklich ein gefürchteter Jäger, der wirklich einer der größten. Ja, da musst du dir halt schon dann auch überlegen, ne? Ich glaube, bei den Katzen das größte Verbreitungsgebiet der Welt hat, also von Alaska bis Patagonien, also auf dem ganzen Doppelkontinent Amazonas und in Mexiko vertreten. Und ein Tier, was sich natürlich optimal anpasst an sämtliche Begebenheiten, normalerweise Einzeljäger ist, aber auch manchmal gerne zusammenjagt und ja, so gut wie alles töten kann. Und dennoch sehr, sehr heimlich oder vielleicht auch gerade deswegen sehr, sehr heimlich lebt. Wir haben natürlich auch Elche. Auch die amerikanischen Elche sind deutlich, deutlich größer als sogar die in Skandinavien. Ich glaube noch mal mindestens um ein Drittel größer. Also wenn wir da jetzt mal Videoaufnahmen sehen, das sind gigantische Tiere. Das ist ja ein Monster. Und die können tatsächlich auch durchaus gefährlich werden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Also sie trampeln einen dann mal auf den Boden, treten ein bisschen auf einen rum und machen einen ziemlich bewegungs- und vielleicht auch lebensfähig leider im Zweifel. Aber gut, da muss man schon sehr viel machen, dass das passiert. Wenn man sie in Ruhe lässt, machen Elche natürlich nichts. Ja, ich hoffe, das war ein interessanter Einblick, Kurzabriss. Jo, cooles Video. War interessant. War interesting.